Hallo, liebe Freunde, ich bin der Tobi und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim inzwischen 19. Teil schon. Das heißt, 19 Tage habt ihr durchgehalten und mit mir das hier angeschaut. Unfassbar, dafür seid ihr schon mal die Allertollsten überhaupt. Und wir haben dieses brutale Problem, dass wir nur noch einen Tag Versorgung haben und kein Essen weit und breit und nichts und wir können uns auch nicht erholen. Ist aber auch nicht wichtig, denn wir haben nur Rook verletzt noch. Momentan. Gott sei Dank. Und Oddlife, okay. Ja. Aber da können wir jetzt nichts machen. Wir können keinen Tag Pause machen. Geht nicht. Wir müssen weiterziehen und hoffen, dass wir ganz schnell was zu essen finden. Und zwar ganz schnell. Oh je. Yeah. Sonst gehört das ist eine ganz traurige Geschichte. Okay. Ja, jetzt gehen die Clanmitglieder nämlich weg. Du bemerkst, dass die meisten Wale nervös auf und ab gehen, anstatt zu laufen, zu schlafen. Ihre Gespräche untereinander und mit den Clanmitgliedern werden immer kürzer und schärfer. Verschwinde, brüllt einer der Wale ein junges Mädchen an, das ein paar Fragen zu viel stellt. Die Clanmitglieder unterbrechen, was sie tun, und starren die Wale an. Situation mit einem Scherz retten? Ich weiß nicht, ob man die mit einem Scherz retten kann. Bin beeindruckt, dass ihr durchgehalten habt. Die wollen der Karawane nach vorne schicken, mit was Abstand zu gewinnen. Was ist denn los? Na, wir schicken mal die Wahl nach vorne. Das scheint ganz gut zu sein. Wir könnten alle etwas mehr Raum gebrauchen, sagst du zu dem Riesen. Warum übernimmst du nicht mit den anderen Wahl die Führung und gibst das Tempo vor? Wir folgen euch. Er sieht dich an und nickt, dankbar für den gelungenen Kompromiss. Ja, der Wahl erklärt, wir leben im Norden, weil dort Platz ist. Endlose Meilen, nichts als Schnee, Eis, Berge, Felder. Raum für jeden, um alleine zu sein. Hier gibt es sowas nicht. Allmählich versteht die Karawane die Wahl besser. Die Spannungen lassen nach. Gott sei Dank. Super. Moral ist gestiegen, aber nicht. Oh, da müssen wir es noch hinschaffen. Nein, schaffen wir es noch hin, bevor. Ich möchte keine unnötigen, oh Gott, Sachen haben und vom Hunger. Ja, Moral gefallen. Zwei Kämpfer sind weg. Vier Clanmitglieder. Drei Wahl. Eieiei. Wir waren doch schon an der Stadt dran. Die Dörfler wissen nicht, welche Zerstörung ihnen bevorsteht. Wir haben nur ein paar dunkle Gestalten in der Ferne gesehen, sagen sie dir. Abgesehen von ein paar Familien mit kleinen Kindern, zögern sie, ihre Sachen zu packen und sich euch anzuschließen. Na, 15 Clanmitglieder, okay, super, aber das bringt uns alles nichts, wenn es nicht Essen gibt. Ah, die haben aber reichlich. Und die werden reichlich kaufen, das ist mir egal. Für 14 Tage, das sollte reichen, ja, okay. Jetzt haben wir hier das berühmte Valkagan. Das war gut. Man kriegt automatisch Rüstungspunkt pro Runde, ist toll. Der Sonnenstein nicht ablenkbar. Skullje, minus 1 aggressiv, nein. Welthaken plus 2 Rüstungsschaden. Ist auch mächtig. Nein. So, wir haben ein bisschen noch gespart, dass wir 15 davon übrig haben. Lauter tolle Sachen. Das Valkagan, das reizt mich wirklich. Wenn man automatisch pro Runde eine Rüstung bekommt. Aber gut, das ist halt Pech. Da können wir nichts machen. Jetzt machen wir unseren einen Tag. Sehr gut, sehr gut. Unseren einen Tag Ruhepause. Und ganz wichtig, dass Oddlife wieder mit dabei ist. Super. Die nimmt auch wieder nichts Platz ein. Und wo ist Alette? Alette kommt dann. Ich würde sagen, für den. Die sind. Also der Eiver, der ist ja unübertroffen, ist ja der Stärkste, das ist ja unfassbar. Wie stark der ist. Gunulf ist voll ausgerüstet. Dann müsste die quasi für den Hogun kommen. Ja. Die Oddlife können wir nicht. Wir brauchen 20. Ja, haben wir jetzt nicht. Ist auch überhaupt nicht wichtig. Und den Rook lassen wir so. Der hat uns auch immer bis jetzt gute Dienste geleistet. Ja, klasse. Okay, jetzt bin ich alles leichter. Jetzt geht es mir viel besser, wirklich viel besser. Und wir können weitergehen. Gott sei Dank wieder was zu essen. Puh. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und alle wieder gesund. So muss das sein. Okay. Hier ist es auf jeden Fall um einiges wirtlicher als in diesen Eiswüsten, durch die wir uns da bewegt haben, gell? Oh. Augfrosta. Das Mädchen, das fast erfroren in eure Karawane aufgenommen wurde, bleibt plötzlich stehen und weigert sich weiterzugehen. Sie zeigt neben den Weg, die Augen voller Angst. Was ist denn schon wieder?
fragt ein Clanmitglied in der Nähe. Sie ignorieren und weiterziehen, zeige es mir, die Karawane anhalten oder Kundschafter vorausschicken. Ich möchte das sehen, zeige es mir. Sie nickt und zeichnet langsam ein Zelt. Da. Sie zeigt auf das Zelt und wieder neben den Weg. Deine Verwirrung veranlasst sie, noch ein Symbol über das Zelt zu malen. Und das hast du schon mal auf einer Wüterrüstung gesehen. Oh. Oh. Okay. Ne, wir schicken Kundschafter voraus. Ein paar Kundschafter brechen grummelnd in die Richtung auf, in die Augfroster gezeigt hat. Augenblicke später erschallen Kriegshörner und die Kundschafter kommen mit einer großen Streitmacht von Wütern auf den Fersen zurückgerannt. Du kriegst die Männer zwar gerade noch auf die Beine, aber der Kampf ist brutal und rasch vorbei. Du verfluchst euer Pech, als du die Leichen zählst. Oh Mann, ich dachte, wir können kämpfen. Verflucht. Ah, das ist natürlich schlecht. Und das scheint ein neuer Götterstein zu sein. Hm. Die Schreie einer Mutter schallen durch das Lager. Ihre Tochter liegt tot im Zelt. Wir wissen alle, wer das getan hat. Spuckt sie und starrt geradewegs die Frau an, mit der sie sich gerade in den Haaren gelegen hat. Oh mein Gott, aber die ist jetzt, die Tochter ist tot. Hör auf. Hör auf. Mord wegen einer Hochzeit in solchen Zeiten? Da muss was passieren. Die beschuldigte Frau sagt nichts. Wow. Den Todesfall untersuchen. Eine Heilerin hilft ihr bei der Untersuchung der Leiche des jungen Mädchens. Eine alte Infektion, sagt sie. Keine Stichwunden, keine Würgemale, keine Vergiftungssymptome. Sie ist an der Krankheit gestorben. Du berichtest der Karawane die Neuigkeit. Die Mutter gibt zu, dass sie schon lange wusste, dass ihre Tochter krank war. Die Karawane zieht weiter. Oh Leute, stellt euch vor, wir hätten jetzt die Mutter und die Tochter verbannt. Da hätten wir mal wieder ins Klo gegriffen, gell? Also, Gott sei Dank. Ja, manchmal ist halt ein bisschen Forensik nicht verkehrt. Okay. Da sind wir am nächsten Götterstein angelangt. Das sind diese roten. Sind das Blumen? Ja, wahrscheinlich Blumen, oder? Hier auch. Hätten auch Rubine sein können, die glitzern im Stein stecken, aber. Nein, das sind Blümchen. Der imposante Götterstein von Bjorulf kommt in Sicht. Sein Antlitz ist streng und gibt euch das Gefühl, dass er euch beobachtet. Die Karawane verteilt sich, froh, dem beengenden Wald entronnen zu sein. Hugun zieht dich zur Seite und zeigt dir rote Beeren. An einem Aschenbaum. Okay, rote Beeren sind das dann wohl. Der aussieht, als wäre er vor langer Zeit gefällt worden. Die sollten hier gar nicht wachsen, sagt er aufgeregt. Ich habe schon lange keine mehr gesehen. Er und Mogun machen sich daran, die Beeren zu sammeln. Zu Ehren Bjorulfs haben einige aus der Karawane Metfässer angestochen, ehe sie jemand davon abhalten kann. Auf den einzig wichtigen Gott, rufen sie. Alle trinken, und du begrüßt die Fröhlichkeit, die über die Karawane kommt. Den Götterstein inspizieren, zu den Feiernden stoßen, Hogun beim Bärensammeln helfen, alle wieder zum Aufbruch bereit machen. Wir inspizieren mal. Du siehst zum Götterstein auf. Bjorulfs Kopf, umgeben von Fässern und Trinkhörnern. Obwohl er stets streng dargestellt wurde, war Bjorulf einer der beliebtesten Götter bei Menschen und Wahl. Er hatte ihnen die Braukunst beigebracht. Na also, das ist der Grund, ich verstehe. Es scheint mehr als Zufall, dass die weiteren Felder um Bjorulfs Stein sich besonders für den Anbau von Feldfrüchten eignen, aus denen sich die besten Getränke herstellen lassen. Okay, zu den Feiernden stoßen, Hugun beim Bärensammeln helfen. Ich helfe Hugun beim Bärensammeln. Was sind denn das für Beeren? Fragst du Hugun. Wenn ich mit meinem Vater nach Börsgard reiste, hat er uns manchmal welche gekauft, gibt Hugun zurück. Wir hätten nicht mehr Glück haben können. Probier mal. Du versuchst eine Beere und fühlst, wie Energie in deine müden Glieder zurückkehrt. Es wäre eine verschenkte Gelegenheit, nicht noch ein paar zu nehmen, findest du. Super. Es wird spät und schließlich ist die Karawane wieder bereit zum Aufbruch. Der Tag bei Bjorulfs Stein gehört zu den wenigen Erinnerungen, die nicht von Unglück überschattet sind, denkst du bei dir. Super. Götterstein Bjorulf.
Und wir haben eine Distelbeere. Leute, ich muss die Distelbeere angucken. Ich kann das nicht machen, ich muss die sehen. Was bringt uns die Distelbeere? Na, epiapup. So. Hier. Aha, Willenskraft bei Rast. Suchterzeugende Beere, die im großen Webewald wächst und Wohlergehen hervorruft, wenn sie gegessen wird. Suchterzeugende Beere, okay. Willenskraft bei Rast. Na dann. Ist doch eine feine Sache, oder? Jetzt machen wir einen Tag Pause. Sind wieder bei guter Moral. Ich würde ja fast noch mal einen Tag länger bleiben, aber das Glück wollen wir mal nicht überstrapazieren. Okay, da kommen wir ans nächste. Die nächste Ortschaft. Und zwar Reinivik. Plötzlich und ohne Vorwarnung setzt Schneefall ein und wird rasch dichter, bis man seinen Vordermann nicht mehr sehen kann. Du rufst, dass alles anhalten soll, aber der heulende Wind übertönt dich. Es vergeht ein Tag, bis der Schneesturm endlich nachlässt und man den Schneewehen wieder einzelne Leute ausmachen kann. Rasch zeigt sich, dass ihr nicht mehr vollständig seid. Bei einer raschen Suche in der Umgebung werden nicht alle fehlenden Clanmitglieder gefunden. Okay. Gründlich suchen, Freiwillige absuchen lassen, ein Leuchtfeuer entzünden. Okay. Einen Segen für die Vermissten sprechen und weiterziehen. Noch eine Stunde suchen, dann weiterziehen. Leute, nein, wir haben jetzt so viel gemacht, wir suchen jetzt gründlich nach den fehlenden Clanmitgliedern. Es dauert, bis richtige Suchtrupps zusammengestellt sind, doch du ersinnst eine Methode, wie man schnell große Bereiche absuchen kann. Durchkämmt die Wüste. Kennt ihr das? Durchkämmt die Wüste. Und dann mit einem richtigen Kamm. Ja, das waren Zeiten einfach. Die 80er. Hammer. Oder war der in den 90ern? Wie so Snowballs, gell? Snowballs. Toller Film. Oh mein Gott. Naja. Innerhalb eines Tages findet ihr viele Überlebende, doch die Freude wird durch einige Erfrorene und durch die Tatsache gedämpft, dass andere Leute verschwunden bleiben. Hm. Niedergeschlagen setzt ihr die Reise fort. Toll. 7 Vorräte weg, Moral gefallen, 21 Clanmitglieder. Oh Gott. Town. Though judging by stray dredge stalking through empty fields, it is barely even that anymore. Okay. Reinivik zieht als lange Folge von Bauernhäusern an euch vorbei. Verlassen und voller Güter. Die Bauern sind vermutlich nach Björsgard geflohen. Ihr versucht, unbemerkt davonzukommen, werdet aber bald entdeckt. Die Wüter kommen in eure Richtung. Was ist das? Otleif zeigt in die Richtung der langen Häuser. In der Ferne scheint eine große Person in blutbedeckter Kleidung herumzustolpern und lauthals zu fluchen. Dann wankt sie lachend in eins der Langhäuser. Die Wüter, die auf euch zukommen, machen brüllend kehrt und schlagen auf die Tür des Langhauses ein. Offenbar haben sie etwas gegen die Person. Du bezweifelst, dass die Tür noch lange hält. Rasch flüchten, solange ihr könnt? Nee, wir eilen zur Hilfe. Ich sage es ungern, aber wir sollten wohl etwas unternehmen, meinst du? Die anderen stimmen zu, obwohl es ein großes Risiko bedeutet. Als ihr euch leise nähert, sind die Wüter durch die Tür gebrochen. Hey, ruft ein Wallenroh, der auf der anderen Seite der Wüter steht. Seid ihr nur für mich den weiten Weg gekommen? Die Wüter scheinen ihm keine Sorgen zu bereiten. Er hebt ein enormes Schwert. Wir haben ein Item bekommen, Scharlachrote Feder und Sigbjørn, jawohl. Jetzt, wo ist die? Hier, Scharlachrote Feder hat Sigbjørn. +2 Bewegung, -1 aggressiv, okay. Sigbjørn, was bist du für einer? Du bist Stufe 5, Kriegsfalke, du hast einen Wirbelwind als. Okay, super, das ist gut. Selbstverständlich kommt Ivar mit. Rook kommt mit. Alette. Oddleif. Und sollen wir den guten Gunulf? Dann hätten wir 2 Kriegsfalken. Okay. Wirbelwind. Ja. Oder Eiwind, aber. Ja. Ich meine, da die Leute hier ohnehin nur bis Level 5 gehen können. Ja, besser werden die ja nicht. Wäre es eigentlich fast sicher, wenn wir uns den, wenn wir den Hokun dann mitnehmen. Weil der Hokun uns oft schon geholfen hat. Als erstes Shrug. Ich würde Shrug gar nicht mal als erstes nehmen, sondern Sigbjørn, Ivar, genau, die positionieren, dann den Hokun positionieren und den Shrug am Schluss, dass die anderen schon bereit sind und den lassen wir auch nicht aufsteigen. Den Shrug, bei dem sehe ich nie den Sinn richtig im Aufstieg.
Oh. Könnte toll werden. Oh mein Gott, das könnte eine gute Position sein. Hei, könnte eine richtig gute Position sein. Und die sind auch nicht stark. Schaut euch das an. Für unsere Verhältnisse sind das richtige Schwächlinge. Ups. So machen wir das. Und gleich rein, jawohl, gleich mitten rein. Sauber. Sauber, da gab's hinter die Ohren eine Backpfeife, dass es knallt. Jawohl. Ja gut, okay. Ist ja gar nichts. Wenn wir diesen Morgun oder Hogun mal aufsteigen lassen würden oder könnten. Ja. Und seine Willenskraft noch ein bisschen stärken. Dann macht sein Blutfähigkeit richtig Schaden. Ja. Macht er so einen Schaden, wie noch nie Blutflegel jemals Schaden gemacht hat. Schaut euch die Mädels an, knallhart. Die sind so dermaßen stark, die machen sie alle weg. Aua. Und auch Rook macht auch gut. Rook macht seine Sachen super. Hier, optimal da. Optimale Position. Ja, sehr gut. Habt ihr das gesehen? Toll. Da, klasse. Das war gut. Das war richtig gut, ja. Ja, mein Sohn. Du kriegst jetzt hier ein Smash in die Rübe. Und das ist eine Sprachausgabe aus Baldur's Gate 1. Es gibt's gleich Smash auf die Rübe. Mir macht der Blutflegel richtig Spaß und das ist mein nächstes Ziel, sollte unser nächstes Ziel sein, den ein bisschen auszubauen, den Blutflegel. Sauber, ja. Die haben gar keine. Oh mein Gott. Gar keine Chance. Gut, wir konnten da jetzt auch nicht weggehen. Na, also, Rook kriegt den letzten Schuss. Thema erledigt. Das war ein richtig einfacher Kampf. Einer der leichtesten, die wir jemals hatten. Waren ja nur einfache Gegner da. Und doch immerhin 9 Ansehen. Hätte ich fast weniger gedacht. Weil es so einfach war. Okay, Sigbjörn. Willkommen in meiner Metschenke. Sigbjörns Methaus. So weit im Süden hätte ich keinen Wall erwartet. Oder so betrunken. Das sehe ich. In den Ecken der Metschenke drängen sich Leute zusammen und sehen euch beklommen an. Wer sind diese Leute? Nein, nein, das sind Freunde. Sie haben diese Schenke gebaut. Sie gehört mir eigentlich gar nicht. Du hast Wüter in einen Raum voller Unbewaffneter gelockt? Was ist los mit dir? Also bitte, ich habe jeden hier drinnen gerettet. Sie hatten was Gutes zu trinken, das Beste. Moment, ich habe euch den Hintern gerettet, wisst ihr noch? Wenn ihr gewusst habt, dass ihr kommt, herkommt, hättet ihr es mir sagen können. Was machen wir mit diesem Typen? Ihr könnt alle mit uns kommen. Ne, wie viel Met ist noch da? Na. Die Dörfler zeigen euch einen großen Stapel Fässer mit hervorragender Met und helfen euch, sie zur Karawane zu schleppen. Oh, 20 Vorräte, 10 A top, oh mein Gott. Ich werde diesen Ort vermissen. Gute Erinnerung. Aha. Hey.
Mit Hilfe sammelst du die Metfässer ein und kehrst mit Sigbjörn und den anderen Überlebenden zur Karawane zurück. Der ungestüme Wal wird gemieden, als er nach Birsgard aufbricht. Okay. Ja, die 20 Vorräte waren aber top. Das hat mir gefallen, fand ich gut. Fand ich richtig klasse. Jetzt mal gucken, wie die Moral sich entwickelt gleich. Entwickelt sich schlecht. Oh. Verflucht. Ah, was habe ich getan? Sigbjörn erwacht in einer Pfütze seines Erbrochenen. Was machen die ganzen kleinen Leute um mich herum? Die Clanmitglieder haben ihn seinen Rausch auf dem Erdboden ausschlafen lassen und dafür zahlt er am Morgen den Preis. Ihm helfen, sich zu erholen, sicherheitshalber Wachen postieren, aufbrechen, sorgen, dass nicht nachkommt. Nee. Wir helfen ihm, sich zu erholen, ja. Widerwillig bieten die Clanmitglieder dem stöhnenden Wal Essen und Trinken an, dass sie zusammenkratzen können. Als ihm jemand dünnen Met anbietet, schiebt er diesen beiseite. Ihr solltet mir auch den hier wegnehmen, sagt er und gibt euch seinen massiven Metkrug. Ein Vorrat weg, okay. Schließlich kommt Sigbjörn zu dir. Ich will mich nicht in Einzelheiten verlieren, sagt er. Ich wollte diese Fässer aus Reinivik zurück nach Birsgard bringen. Ich habe vielleicht die Hälfte getrunken, versehentlich. Hör mal, fährt Sigbjörn fort. Ihr sagt niemandem, was passiert ist, und ich sag niemandem, was von dem Met, den ihr habt, okay? Vertraut mir. Du bist einverstanden und setzt die Reise fort. Okay. Jetzt, wir haben Biorulf Segen bekommen. Biorulf. Heieiei. So. Jetzt, ah, oh, ist so aufregend, was alles passiert. Was ist Biorulf Segen? Rückstoß, wenn Stärke Größe 3 und plus 1 Stärke. Oh. Und Rückstoß ist natürlich echt gut. Für Leute jetzt hier wie Alette. Aber die macht den Rüstungsschaden, das ist schon mega. Und was hat Oddlife? Sie hat Rüstungsstärke und Willenskraft. Die profitiert von. Eigentlich profitiert sie momentan nur von der Stärke. Vielleicht sollte. Na, die müsste nochmal aufsteigen im Level. Hm. Gute Frage, wie wir das am besten machen. Ich weiß es nicht. Na gut, wir lassen es so. Aber übernachten müssen wir trotzdem. Wegen der Moral. Gute Moral, ja. So können wir weitergehen, okay. Dann gehen wir mal weiter. Aber die Items, die stapeln sich und das finde ich klasse. Find's richtig toll, um ehrlich zu sein. Besser geht das gar nicht. Okay. Ein wohlbestellter Bauernhof mit viel Vieh zieht die Aufmerksamkeit der Karawane auf sich. Bei eurer Ankunft stehen der Bauer und seine Arbeiter gut sichtbar, mit rohen Waffen und bereit zur Verteidigung dort. Ihre verschränkten Arme sprechen Bände, auch ohne dass gesprochen wird. Versuchen das Vieh einzutauschen? Den Bauern einschüchtern? Was soll mitkommen? Bauern und Tiere in Ruhe lassen. Ja, wir versuchen mal das Vieh einzutauschen. Keine Überraschung, dass ihr an den Tieren interessiert seid. Er interessiert seid als an mir und den meinen, sagt er und spuckt aus. Die Antwort ist nein. Und ich lasse euch von diesen Männern hier beobachten. Also wird euch kein Tier zufällig nachlaufen. Komm, wir drohen dem Bauern. Deine Krieger treten mit finsteren Gesichtern vor und ziehen die Waffen. Die Männer des Bauern erbleichen und treten zur Seite, als ihr euch die kräftigsten Tiere aussucht. Der Bauer hat genug Verstand, nichts zu sagen, aber seine Miene bleibt dir noch längere Zeit im Gedächtnis. Du schaust zu Alette. Sie starrt auf ihre Füße und weicht deinen Blick aus. Aber schaut mal, wir haben jetzt doppelte Vorräte für 10 Tage wieder. Ja, ist blöd. Wir haben keine Gewalt angetan. Und ja, was soll man machen? Ja, ich habe auch ein schlechtes Gewissen. Mann. Da vorne ruft einer der Kundschafter. Da vorne ist eine riesige Halle, sie steht leer. Ihr nähert euch dem Gebäude, erkennt die Markierungen aber nicht. Die Wände kommen euch bestenfalls baufällig vor. Endlich eine Nacht unter einem Dach, hörst du. Mehrere Familien beginnen abzuladen. Heute schlafen wir komfortabel. Alle zurückhalten, bis die Sicherheit geprüft ist. Die Halle steht nicht ohne Grund leer, gehen wir weiter. Nach Hinweisen suchen, warum die Halle verlassen ist. Ja, das machen wir. Wer das Gebäude verlassen hat, könnte gute Gründe gehabt haben, sagst du der Karawane. Einige ermüdende Stunden der Suche später jedoch seid ihr auch nicht schlauer. Die Frustration über die Zeitverschwendung steht den Leuten ins Gesicht geschrieben. In der Allenhalle schlafen?
Die Halle steht nicht ohne Grund. Nein, die steht nicht ohne Grund leer verflucht. Die meisten folgen dir zu einem anderen Lagerplatz. Einige Familien bleiben jedoch stur, betreten vorsichtig die Halle und legen sich darin nieder. Am nächsten Tag sind sie besser ausgeschlafen als alle anderen. Du hörst alsbald Beschwerden wegen deiner übertriebenen Vorsicht. Ja, danke. Dankeschön. Ist das nicht ein tolles Spiel? Die übertriebene Vorsicht. Ja. Jetzt machen wir noch ein Schläfchen. Zweimal. Dann geht's euch vielleicht besser. Und weiter geht's. Ist ein bisschen echt spannend. Steep cliffs, the sprawl of Boersgard comes into view. A city of contrasting rich and poor, opportunity and gamble. Our best hope for salvation or our graves. Ja. Herzlich willkommen in Boersgard. Oh, Kapitel 7. Der Schlechter und das Gemetzel, das war so schnell vorbei. Entschuldigung, ich konnte es gar nicht lesen. Endlich erreicht ihr Boersgard, wo sich die Mauern meilenweit in beide Richtungen erstrecken. Der Boden ist mit Leichen von Wütern, Wall und Menschen bedeckt. Entschuldigt die Unordnung, ruft eine Stimme von über dem Tor. Du blickst auf und siehst einen enormen Wall, das Gesicht von mattem schwarzem Haar umgeben. Eine Bewegung beim Tor erregt deine Aufmerksamkeit. Wüter schlagen erfolglos an die Türflügel. Lasst uns rein, rufst du. Sigbjörn drängt vorbei. Das werde ich noch lange zu hören kriegen, sagt er, ehe er ruft. Mach auf, Bollwerk. Sie haben mir aus Reinivik rausgeholfen. Du hörst ein Lachen im Wind und die Torflügel quietschen. Der riesige Wall und ein Dutzend Bewaffnete machen kurzen Prozess mit den Wütern, dann geleiten sie euch in die Stadt. Oh je, okay. Vielleicht interessiert es dich zu erfahren, dass sie einen Magier mitgebracht haben. Du bist nicht gegangen, um einen Magier zu holen. Wo ist der Maid? Sigbjörn zuckt entschuldigend die Achsel. Ich schätze, der Magier wird es tun. Entweder haben wir jetzt eine Chance, oder wir können es sowieso vergessen. Ich bin Rook. Wir sind schon lange unterwegs. Manche kommen aus Skoga. Bist du hier zuständig? Zuständig im Namen des Statthalters, schätze ich. Hört mal, wenn ihr ihm was zu sagen habt, sagt es jetzt. Ansonsten seid ihr auf euch gestellt. Es ist mir egal, wohin ihr geht, aber macht keinen Ärger, sonst sehen wir uns wieder. Nicht zum Reden. Magier, komm mit. Wir gehen zum Statthalter. Bollwerk und Sigbjörn brechen mit Eivind auf, der freiwillig mitgeht und signalisiert, dass alles in Ordnung ist. Fan. Das ist genau wie ein Frostweller. Das ist überhaupt nicht wie ein Frostweller. Der im Bärenfell ist wahrscheinlich der Anführer der Raben. Raben? Ist das gut oder schlecht? Kommt drauf an, für wen sie arbeiten. Hoffentlich ist es wirklich der Statthalter und niemand, der sich an seine Stelle zu putschen versucht. Das wird Eivind uns wohl erzählen, wenn er zurückkommt. Um Eivind mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir Sorgen um das Heer von Flüchtlingen, das wir mitgebracht haben und das nicht hierher gehört. Du hast wohl recht. Über Boersgard hat noch nie jemand was Gutes gesagt. Was nun? Wir sollten zu den Docks gehen und schauen, was wir für Möglichkeiten haben, falls wir rasch aufbrechen müssen. Sind dir die Stadtwachen aufgefallen, als wir reinkamen? Welche Wachen? Ich habe das Gefühl, dass die Raben alles sind, was ihnen noch bleibt. Irgendetwas Wichtiges ist zusammengebrochen. Und wenn Brüller hier ankommt, marschiert er einfach durch, ohne auch nur langsamer zu werden. Behalten wir das Forst für uns. Also, auf zu den Docks. Auf zu den Docks. Docks, Markt, Helden. Also wenn ich irgendwas kritisieren wollte, dann das hier, wenn man die Schrift nicht lesen kann so richtig, Heroes Market, da muss schon genau gucken. Aber ganz genau muss da hingucken. Ja. Jedenfalls, Leute, freue ich mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Diese Folge ist vorbei für heute. Schaltet morgen wieder ein. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Drückt die Glocke und gehabet euch wohl. Bis morgen. Tschüss.